Was sind die zentralen Elemente von Industrie 4.0? Industrie 4.0 ist ein umfassendes Hochtechnologiekonzept. Es setzt sich aus vier zentralen Bausteinen zusammen. Der erste Baustein ist die horizontale Integration. Was heißt das? Es geht um die Vernetzung der Produkte über die Grenzen einer Fabrik hinaus. Kunden, Lieferanten, externe Dienstleister und interne Abteilungen greifen alle auf eine gemeinsame Datenbasis zu. Alle haben somit Transparenz über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Das schafft hocheffiziente Wertschöpfungsnetzwerke. Der zweite Baustein ist die vertikale Integration. Sie sichert Datendurchgängigkeit und Datenverfügbarkeit innerhalb der Fabrik. Alle Abteilungen haben volle Transparenz über den aktuellen Status der Produktion bzw. eines einzelnen Produkts. Das sichert eine hocheffiziente Unternehmenssteuerung. Der dritte Baustein ist ein durchgängiges Engineering. Es eröffnet Sicht und Zugriff auf alle relevanten Daten von der Produktidee bis hin zum Produktrecycling. Also Entwicklungsdaten, Produktdaten, Produktionsdaten und Betriebsdaten. Das ist genial. Denn durch die Integration dieser Daten werden System- und Medienbrüche im Lebenszyklus eines Produktes eliminiert. Es herrscht Echtzeittransparenz. Und dadurch ist es auch möglich, mit Digital Twins, digitalen Zwillingen, zu arbeiten. Sie sind wichtige Elemente für selbstlernende und autonome Produktionssysteme. Wir stellen diese aber noch in einem separaten Video ausführlicher vor. Die drei erwähnten Bausteine sind aber nichts ohne den vierten Baustein, den Menschen. Er ist nicht länger nur Bediener der Maschinen, er ist in Industrie 4.0 der zentrale Dirigent der Wertschöpfung. Dabei wird er von verschiedenen Assistenzsystemen unterstützt, mit teilautonomen oder zukünftig auch vollständig autonomen Abläufen. Er orchestriert den Einsatz und die Weiterentwicklung der Technologien und dazu braucht er neue Fähigkeiten. Umgang mit großen Datenmengen und digitalen Schnittstellen, Nutzung mobiler Endgeräte und Datenbrillen und die Kompetenz, selbststeuernde Systeme und Prozesse mit Systemverständnis beobachten und managen zu können. Der Mensch ist somit zentraler Erfolgsfaktor in der Industrie 4.0-Welt mehr denn je.